Hallo liebe Freunde des gepflegten Kickens und Gamings, hier bei Anstoß der Fußballmanager. Ich heiße nicht nur Lorben Silver, sondern auch dich recht herzlich willkommen zu einem kleinen, ich sag mal, Let's Play. Ich bin mal mutig, sondern es wird ein Live-Let's Play gerade. Hab auch den Talk wieder im Stream als Gast dabei, der mir gerade sagt, viel Spaß beim Streamen und Aufnehmen. Danke dir auf jeden Fall, schön, dass du dabei warst. Du willst ja heute nicht so lange dabei sein. Genau, und ich habe mir gedacht, von ihm habe ich auch den Beta-Key bekommen. Ihr seht ja, ist nicht die Original-Vollversion, wie man früher immer so gesagt hatte. Deswegen, ja, wollte ich mich dann ein bisschen revanchieren und halt eine kleine Aufnahme machen. So, ich glaube, wir werden heute mal so ein Stündchen spielen. Zeitlich ist das auch bei mir soweit in Ordnung. Ihr seht, ich habe schon mal gespielt, aber ich möchte gerne eine echte Manager-Karriere, angehen. Und deswegen würde ich jetzt gleich hier draufklicken. Kurz dazu, Anstoß habe ich früher immer gern gespielt. Ich bin allerdings, muss ich gestehen, immer ein, jetzt kommt's, alle, die Anstoß mögen, werde ich mich wahrscheinlich gleich schon quasi den De-Abo-Button oder noch nicht mal den Abo-Button irgendwie, ihr werdet ja den wegkratzen vom Monitor, wenn ich sage, ich war eigentlich immer eher bei Bundesliga-Manager Hattrick, habe ich immer lieber gespielt als Anstoß. Aber ich habe auch relativ viel Anstoß gespielt, muss ich sagen. Also Anstoß 1, 2, 3. Und ich glaube, dann verließen sie mich auch. Ich glaube, mehr gibt es nicht, oder? Auf jeden habe ich da aufgehört. Ne? Und ich habe eben schon eben kurz gesagt, dieses Maskottchen, dessen Namen ich eben vergessen habe, gerne in die Kommentare schreiben. Auch hier, der Erste, der mir den Namen des Maskottchens in die Kommentare schreibt, der kriegt von mir einen Steam Surprise Game Key. Ne? Geschenkt. Also der Erste, der mir es reinschreibt, kriege ich um den Key. Dessen Namen ich nicht weiß. Auf jeden Fall habe ich mich damals bei Escarin mitbeteiligt, als die ausgerufen haben, wie das Bällchen heißen soll. Also sollte damals einen Namen bekommen. Habe ich mitgemacht und Arbeitskollege von meinem Vater, der hieß Kalito. Kam aus Ghana, glaube ich, wenn ich mich richtig noch in Erinnerung habe. Und dann habe ich gesagt, Balito wäre eigentlich ein cooler Name, weil Kalito klang für mich immer cool wie so ein kleiner Ballzauberer. Und da habe ich gedacht, nehmen wir mal Balito, habe mitgemacht, Brief, Postkarte oder irgendwas geschrieben, eingereicht. Und leider habe ich nicht gewonnen. Oder ich wusste gar nicht, ob man überhaupt was gewinnen konnte. Auf jeden Fall dachte ich mir, wäre schon cool, wenn mein Name bei dem Ball als Maskottchen dann wäre. Naja. Heißt auf jeden Fall anders, deswegen habe ich den Namen auch vergessen. So, wir starten jetzt mal die echte Manager-Karriere und wir nehmen uns einmal Lomdom, Nachname ist Silver, Silver Online, Lomdom Silver Online, kann auch ein Minus dazwischen machen? Ja, ist mein Silver Online. Ich bin von der Nationalität, mal kurz gucken, ich bin männlich, ach nee, wie heißt das? Deutsch? Ich bin deutsch. Mein Lieblingsland ist Deutschland, das ist richtig. Und ihr seht es, Originalnamen, denn wir spielen, habe ich eben auch leider vor der Aufnahme gesagt, ich dödel. Wir spielen mit einem Originalnamen, ein echter Datenpatch, der jetzt rausgekommen ist, den ich jetzt gestern Abend noch frisch installiert habe. Also wenn ihr die Aufnahme seht, natürlich vor ein paar Tagen. Aber, das heißt, ich habe jetzt mal die richtigen Vereine. Ja, das freut mich, weil das macht natürlich Laune. Geht ja auch um Lizenzen, die sind teuer, aber wenn man halt dann den richtigen Namen hat, dann ist das schon geil. Ich kriege monatliches Gehalt. Mein Lieblingsverein ist der, es tut mir leid, Freunde, der erste FC Köln. Ich habe heute ein AC Milan Trikot an. Die haben zwar jetzt gegen Inter 1:5 Klatsche gekriegt, aber ich mag Milan auch sehr, sehr gerne. Ich mag auch Napoli, aber ich wollte mal was Neutrales anziehen. Also jetzt Deutschland Trikot ist in der Wäsche. Nicht in der Wäsche. Ist im Schrank. Das hatte ich gerade angezogen, weil ich das recht neu habe. Ist ja von dieser Saison. Und deswegen war mir danach, das mal anzuziehen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, einen kleinen Modus. Spiel mit Lieblingsverein, Spiel mit Zufallsangeboten. Ach ja, komm, dann spielen wir mit Zufallsangeboten. Genau. Ja. Ja, doch, machen wir Zufallsangebote. Stärkesystem mache ich gerne 100. Was wäre die Alternative? 1 bis 13, ja, das war früher, ne? Genau, kann ich mich noch erinnern. Das war bei BMH, war nämlich 99 die beste Stärke und hier war das irgendwie so 1 bis 13 oder so, genau. So, wir machen aber mit Zufallsangeboten und da fahren wir einmal fort. Achso, wollte ich den überhaupt nehmen? Ja, den wollte ich nehmen, stimmt. Dann gucken wir mal, was hier auf uns lauert. Also wie gesagt, ich habe es einmal kurz angespielt, ich habe noch keine Ahnung, was passiert. Ihr kennt euch aus, gerne helfen. Auch Leute im Chat, gerne helfen. So, ich gehe auch gerne mal trinken und zwar in die Verhandelbar.
Gut, dann wollen wir das Spiel starten und dann schauen wir mal, was wir dann kriegen. Also hier kann ich nichts machen. Ja. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Ich glaube, es ist in Ordnung. Hab mir jetzt leider nicht getestet. Egal. Spiel starten. Wenn wir nicht hier gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens einen Rasen kaputt. Rolf Russmann. Ich finde das cool mit den, hier mit den Zitaten. Jetzt habe ich. Also es gibt so viele geile Fußballer-Zitate. Und wenn ein Ladebildschirm ist hier, dann sehen wir die immer wieder. Das heißt, wir werden ein paar noch sehen, entdecken, lesen können und uns daran erfreuen. So, wir haben Arminia Bielefeld. Huch, Freunde, da kriegen wir aber mal ordentlich, das ist ja mal geil. Guck mal, Ingolstadt haben wir auch. Ach, das ist ja geil. Ich kann in der dritten Liga starten. Ich dachte, ich würde vollkommen im Nirvana landen. Durchschnittsalter ist 23,9. Okay, das ist gut. Die sind mir, die scheiden für mich ein bisschen aus. Preußen Münster. Okay. Ach, guck mal, die sind... Ich weiß, wir fahren wahrscheinlich gerade in der Saison an. Dritter Platz, vierte Liga. Die sind dritter Platz, sechste... Dritte Liga, sechster Platz und dritte Liga, vierter Platz. So rum ist richtig. Laufzeitoption, Klassenerhalt. Ah, was wollen die? Die wollen solides Mittelfeld. Soliden Mittelfeldplatz. Okay. Ach, das ist ja... Okay, scheinbar sind alle 60. Kann ich mir auch die einzelnen die Details angucken? Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Ich habe ja im Prinzip schon Details. Stärkster Spieler ist der Abwehrspieler Golke. Lorenz. Und hier ist es der Teströt. Teströt. Entschuldigung, wenn ich den Namen nicht mal richtig ausspreche. Das entschuldige ich mich jetzt schon mal für. Okay, die Fans sind verwöhnt. Ich habe verhöhnt gelesen. Verwöhnt, frustriert und hier sind sie erfolgshungrig. Aha. Interessant. Hier gibt es am meisten Kohle für die Spieler. Ich vermute mal, dass dann auch dadurch die besseren Spieler hier sind. Ich weiß es nicht. Deutlicher Marktwert auf jeden Fall. Wir sehen es hier. 306.067. Gesamte Marktwert liegen wir auch hier bei 8 Millionen. Mehr als bei der Arminia und mehr als bei Preußen Münster. Ich würde sagen, fast doppelt so viel wie bei Preußen. Ich weiß nicht ganz. Ich entscheide mich jetzt mal für Ingolstadt. Weil ich auch das Ziel Klassenerhalt halten möchte. Da bin ich ja schon der gemachte Mann, wenn ich irgendwie Platz 15 bin. Hier, solider Mittelfeldplatz, weiß ich nicht. Puh, schwierig. Ich glaube, ich probiere es mal hier mit FC Ingolstadt. Und ich gehe auch gar nicht so auf die Kohle. Also ob ich da jetzt viel Geld selber mache als Trainer, ist mir eigentlich egal. Ich will einfach jetzt gleich loslegen. Und vor allen Dingen, ich will Spaß haben. Und ich glaube, den hätte ich mit Ingolstadt mehr haben als mit dem frustrierten Fans und mit den verwöhnten Fans. Deswegen, ich nehme die erfolgshungrigen Fans, weil wir sind auch hungrig. Also ich nicht, ich habe eben Pfannkuchen gegessen. Sehr lecker. Oh, geil. So, verhandeln wir mal. Meine Forderung. Punktprämie ist geil. Die Pokalrunde, ja, da können wir ein bisschen runtergehen. Ich glaube, da werden wir nicht viel schaffen. Also, das, achso, wir können es auch so eingeben, ne? Dann machen wir mal 4, 5, machen wir mal 4, 4, 5, 0, 0. Weil ich die Titelaufstieg. Ah, okay. Ich würde die Punktprämie ein bisschen höher machen. Also das würde ich so lassen. Das ist richtig. Das Gehalt an sich. Ja. Ist schon ordentlich. Saisonziel, Klassenhalt erreichen. Bonus bei Erreichen gibt es noch. Ja, das können wir auch versuchen. So zu lassen. Die dauert sich für 10 Jahre, Freunde. Ist doch schon gut. Betreibt man nicht. Option für Verein, 0 Jahre. Je Titelaufstieg. Also wenn wir Meister werden, weißt du was? Ich bin jetzt mal pessimistisch, aber da glaube ich so nicht dran. Da machen wir mal 12.500. Da sind wir ein bisschen freundlicher gestimmt. Herr Präsident eröffnet die Verhandlungen. Wir haben eine lange Liste mit Namen, aber Sie sind unser Wunschkandidat natürlich für das. Bonus bei Erreichen. 15.000. Die Punktprämie machen wir mal 3750, mal so eine runde Zahl. Dafür machen wir hier mal 4250. Obwohl Bonus bei Erreichen machen wir mal 8500. Wir kriegen ja dafür mehr Punkte, also mehr Prämie pro Punkte. So, verhandeln. Was hat sich getan?
Punktprämie. Hm. Nochmal. Ah, Mann, ey. Einmal noch. Der scheint immer noch gut gelaunt zu sein. Die Führung schaut ihn freundlich in die Augen. So ein Angebot kann man doch nicht ablehnen. Das ist ein Angebot. Versuch mal auf 3000 zu kommen. Oh. Haben wir es bald? Wollte da. Okay. Okay, pass auf, wir unterschreiben, weil wir sind hier über 3000 gekommen. Das ist gut. Wir haben 95.000 an Gehalt. Das wollte ich auch so ungefähr haben. Pokalrunde, ja gut, werden wir. Das ist ungefähr das, was wir runter reduziert haben. Passt. Ja. Der Rest passt auch, wir unterschreiben. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind jetzt Manager des Clubs FC Ingolstadt. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Okay. Wir haben genügend Potenz für die Bundesliga. Steffen Baumgart, mein Trainer. Also von FC. FC. EFFZEH, bevor der Fritte wieder was sagt. Wir haben genügend Potenz für die Bundesliga. Gut. FC Ingolstadt, die haben ja hier, ich sehe es ja schon auf dem Logo, so rot-schwarz. Da würde ich jetzt auch versuchen, da hinzukommen. Muster? Was haben wir denn für Muster? Muster? Achso. Ja, okay. Machen wir das Trikot auch mal kurz, bevor wir... So. Ja. Gibt es hier nicht irgendwie Möglichkeiten, ein schönes Trikot zu machen? Ah, hier, das wollte ich. Genau, machen wir hier mal so ein schwarz-weiß gestreiftes. Ja, doch, können wir machen. Und dann machen wir einmal schwarz. Hallo? Wo kann ich denn jetzt die zweite Farbe machen? Machen wir hier rot? Wo kann ich denn hier... Achso, pass auf, das ist wahrscheinlich das, ne? Ah, das ist es. Okay, dann lassen wir das so machen. Ist doch cool, ne? Das hat so ein bisschen was mit dem Trikot, was ich hier anhab. Gut, dass ich Ingolstadt gewählt habe. Im Nachhinein. Stutzen lassen wir weiß, weil die auch hier weiß haben. Ja. Oder wir machen die Shorts weiß und die Stutzen schwarz. Nee. Wir machen das schwarz und dann genauso wird's gemacht. Und dann hier anders. Auch hier ein Trikot, ein Muster rein. Ich erkenne ein Muster, Freunde. So. Und dann machen wir die Shorts, machen wir rot. So. Ne? Achso, und dann noch hier Muster. Achtung. Was ist, wenn wir das rot machen? Achso, das ist das gewesen. Na. Nee, da nicht. Grau. Lass uns weiß machen. Lass uns das weiß machen. So. Ich hätte fast auf zufällig geklickt, Freunde. Oh, das wäre es gewesen. Okay, dann haben wir das. Also, wir haben ein Kreditlimit von 1,4 Millionen. Wir haben ein Vereinsvermögen von 10,6. Das ist ja auch schon mal gut. Und wir haben einen kalkulierten Gewinn der Saison von minus 2,7 fast. Wir haben 27 Spieler. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen viel. Müssen wir den einen oder anderen mal wahrscheinlich... Stärkste 11 im... Stärkste 11? 56, was? Ach, hier ist mein Kader. Guck mal. Alter. Huh? Stärke? Guck mal, hier. Linksverteidiger, da haut aber gut rein. Das sind wir doch, ne? Wo ist denn hier mein Super-Duper-Stürmer? Teströth, da ist er doch. Mittelstürmer, alles klar, freue ich mich. Ja, da werden wir ein paar wahrscheinlich aussortieren müssen. Das sind erstens zu viele und zweitens... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Das sind ein bisschen viele, weil das ist auch, kostet ja auch alles. Und wir können wahrscheinlich von dem, wenn wir uns drei verkaufen und da einen gut besseren dann holen, dann haben wir da eine Position, die uns schwach besetzt ist, dann doch wieder gut besetzt. Oh, Ziel ist, erreichen Sie die zweite Runde im Pokal. Da glaubt man an uns, glaube ich. So, Co-Trainer, schauen wir mal. Also, Fähigkeiten, Schleifen, oh Gott, Analytiker und Teamplayer. Weiß ich nicht. Ich mache mal Kompetenz hoch. Was kann er? Belastungssteuerung. Er kann Schwächen abstellen, in Form bleiben und Belastungssteuerung. Mal Winter ist natürlich die Frage, ob, wenn die so eine gute Kompetenz haben, ob die dann auch zu uns kommen. Ne?
Das wage ich zu bezweifeln. Ich meine, versuchen können wir es. Was ist der denn für ein Beruf, wollte ich sagen, von Nationalität? Kann ich das sehen? Moldawien. Ah, okay. Was? Oh, ich habe es noch gar nicht gefragt. Oh Gott. Da habe ich zu wild geklickt. Verdammt. Also nochmal, die Kompetenz hochsetzen. Also, er wird mir hier wahrscheinlich gut tun. Ottmar. Ottmar Zittlau. Ich würde gerne für Ihren Club arbeiten und kann mir Folgendes vorstellen. Na gut. Meine Forderung, das ist unser Angebot. Also, wir treffen uns dann in der Mitte. Ich gehe schon mal auf 585.000 hoch. Neu verhandeln. Ottmar verzieht keine Miene, da müssen wir dem etwas entgegenkommen. Okay, dann machen wir 200.000 draus. 215, sie billigen. Damit werde ich mich nicht abfinden. Okay, dann machen wir 210.000 draus. Habe ich's? 210.000? Ja. Der Bewerber schaut gelangweilt aus dem Fenster. Ich hätte mir deutlich mehr Wertschätzung gewünscht. Ach, weißt du was? So, wir haben einen super Co-Trainer, muss ich sagen. Der macht einen guten Eindruck. Datenblatt nochmal schauen. 47 Jahre, gutes Alter. Für einen Trainer, finde ich. Und Kompetenz 4. Und er hat auf jeden Fall mit ein paar Fähigkeiten, Sonderfertigkeiten, haben wir da einen guten geholt, glaube ich. So, bei Torwarttrainer müssen wir mal schauen. Die Kompetenz wieder hochsetzen. Was können wir denn? Was kennt ihr denn? Analytiker und Teamplayer. Naja, stabilisieren, Analytiker und Teamplayer. Okay, da hat... Oh, guck mal, Megatalent. Mega, der ist mega. Der auch, aber der gefällt mir noch ein bisschen besser. Teamplayer, Analytiker und stabilisieren. Schwächen abstellen, Stärken trainieren und stabilisieren. Na komm, ihmchen hier. Komm, wir nehmen ihn jetzt. So, wir haben ja gelernt, wir können nicht so gut pokern, also machen wir mal hier neu verhandeln. Wer aber nicht zustimmt, über die Wertschätzung freue ich mich sehr. Neu verhandeln. Was? So. Neu verhandeln. Oh, scheint nicht abgeneigt. Ich schlage vor, dass... Was? Die kommen mir ja gar nicht entgegen. Kann das sein? Was sind das denn für welche? Neu verhandeln. Okay. Ich nehme ihn jetzt einfach. Egal. Wichtig ist guter Trainer und also Trainerstab ist wichtig. Konditionstrainer auch wichtig. Hermann Mayer. Den nehmen wir jetzt auch einfach. Pass auf, dann gehen wir nochmal hin. So, 125.000. Du kriegst mehr als ich, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Alle Trainer kriegen mehr als ich. Obwohl ich hier der Barbo-Trainer bin. Ja. Dann komm doch einfach zu uns, statt hier rumzulabern. Wie toll wir dich wertschätzen. Nochmal. Schaut auf seine Uhr. Das Angebot ist leider noch zu schlecht. Aha, ich verstehe. Aber unser Entgegenkommen hast du auch nicht so wirklich, ne? Ich hätte mir deutlich mehr Wert... Ach, leck mich doch am Arsch. Konditionstrainer. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen brauchen. Wir können ja nochmal... Oder wir lassen jetzt erstmal dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da noch ein oder andere noch zusätzlich holen müssen. Aber jetzt erstmal belassen wir es dabei. Okay, das hätten wir. Dann kommen wir zum nächsten Runde. Die Tickets. Wüsste ich jetzt nicht, dass ich irgendwie die Ticketpreise erhöhen sollte. Oh, schön. Dritte Liga ist schon geil gegen 1860 und so. Schon geil. So, Trainingslager. Oh, guck mal. Schön, schön. Ja, Russland soll jetzt sehr beliebt sein. Ja. Sportschule in Holland. Davos. Quasi da, wo es schön ist. Belek in der Türkei. Oh. Grönland. Marbella. Oh, schön. Doha. Tibet. Johannesburg. Sandstrand in Rio de Janeiro. Ja, da lernen wir es auf jeden Fall, am Strand zu spielen. Mit Barfuß. An den Anden. Okay. Weltraum. Startplatz. Boca Chica. Und Orlando, Florida. Was nicht hier ist, sondern eher hier, meine Freunde. Da habt ihr ein wenig Mist gebaut. Oh, Sponsoren ist auch wichtig. Sehr, sehr wichtig. Aber da habt ihr echt auch bei den... Das ist ja witzig. Ihr habt sogar bei den... bei dem Patch hier gibt es sogar richtige... Naja, Sponsoren. Richtige Unternehmen. Das ist ja nice. Gut, wir schauen einfach mal. Also, Hauptsponsor.
Was wollen die mir bieten? 250. Hotley ist bei 270. 280. Nemirov. Sagt mir so gar nichts. Meisteraufstieg. Pass auf. Also mal hier die vergleichen. Oatly und dem. Ne? Upsi. Also. Nemirov. National. Okay. Qualifikation kannst du vergessen. Meisteraufstieg kannst du vergessen. Abzug für Abstieg. 100%. Oh. Okay. Die auch. Oh Gott, wenn ich absteige, ist echt alles weg. Qualifikation. Internationaler Wettbewerb. Hä? Freunde, was soll das denn? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch echt, wenn ich mich jetzt über den Pokal bewerbe, ganz ehrlich, dann suche ich mir einen neuen Sponsor. $600.000? $530.000? Internationaler Pokal, erfolgsabhängig. Okay. Ich finde Oatly nice. Aber das sieht natürlich scharf aus. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich den Sponsor auf meinem Trikot nehme, rot auf rot. Ich weiß nicht. Wobei Oatly auch Probleme hatte mit Pestiziden letztens. Ich finde die Schärfe schon nice. Und die haben einen leicht höheren Grundbetrag. Deswegen würde ich mal mit denen verhandeln wollen. Laufzeit, ja, machen wir mal 3 Jahre. Meisteraufstieg, machen wir mal 10.000 nur. Weil wir machen, ich versuche das ein bisschen runterzusetzen. Qualifikation internationaler Wettbewerb. Ja, weil das wird nichts werden. Nationalpokal erfolgsabhängig. Das lasse ich mal, weil ich könnte mir vorstellen, dass das, auch ein bisschen niedriger, dass das funktionieren könnte. Internationaler Pokal erfolgsabhängig. Keine Chance. Wir können auch 1000 machen von mir aus. Dann zeigen wir die Wertschätzung derer. Nein. So, ich mache da mal 1000 rein. Nicht böse sein, aber ich glaube, das ist wichtiger, dass wir ein hohes Grundgehalt haben. Da machen wir mal 325.000 raus. So. Okay, jetzt seht ihr schon, wir haben einen niedrigeren Höchstbetrag, den wir haben wollen. Allerdings haben wir einen höheren Grundbetrag, sodass wir letztendlich 4 Jahre. Lass mal, was wir 3 Jahre machen. Ja, lass uns mal 3 Jahre machen. Und der Rest ist mir eigentlich egal. Abzug bei Abstieg. Verstehe nicht, warum ich da höher bin. Naja, wir verhandeln mal. Gucken, was passiert mit dem Grund. Wichtig ist hier der Grundbetrag. Halbwegs begeistert. Wir wissen, dass ihr entgegenkommen zu schätzen. Hoffe ich doch. Dann wollen wir mal sagen, machen wir nochmal 315.000 draus. Verhandeln? Ihr kommt mir ja gar nicht entgegen. Was soll das denn? Ich meine, die bieten mir noch an, ne? Weißt du was? Wir machen es mal so. Ich will dafür gar keine Kohle haben. Und national machen wir mal gar nichts. So. Verhandeln. Anwälte des Sponsors sind zunächst überrascht, aber schlagen vor, hier gibt es doch durchaus Optionen. Verhandeln. Na gut. Die haben sich null gerührt. Dann unterschreiben wir es jetzt einfach. So, dann. Das ist Ausrüster. Ah, alles klar, ja. San Siro. 410.000. 380.000. 400.000. Ah, dann würde ich den nehmen, ne? Moment. Ja, doch. 6 Jahre, okay. Es ist... behandeln mit denen. Also. Wir müssen mir auch entgegenkommen, Freunde. Meisteraufstieg. Ja, weiß ich nicht. Dann nehmen wir mal die 90.000 an. Qualifikation internationaler Wettbewerb wollen wir nicht haben. Wird nichts. Nationaler Pokal, da bleiben wir auch mal bei 90.000. Ist zwar schön, aber da werden wir auch schaffen. Internationaler Pokal werden wir auch nicht spielen. So, und dann würde ich eher sagen, hoffentlich verhandeln sie. Da tut sich gar nichts. Was ist denn los? Das finde ich echt nicht nett. Machen wir mal 430 draus. Da tut sich gar nichts. Ich weiß, dass
noch eine Beta ist, aber kann es sein, dass das hier nicht funktioniert? Bei den anderen haben es ja im Wesentlichen noch funktioniert. Da hat sich noch irgendwas, überhaupt irgendwas getan, aber hier tut sich ja gar nichts. Wir nehmen es jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen was kriegen. Stadionnamensrechte. Kroatia Osijek. Was? Was? Bitte was? Du bist Kupra. Kenne ich. ICA-Gruppen. Okay. Ja, weiß ich, Namensrechte. Wie heißt denn unser Stadion überhaupt? Keine Ahnung. Wisst ihr, wie das Stadion in Ingolstadt heißt? Sorry, wenn ich das nicht weiß, aber gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe mich damit jetzt natürlich nicht vorbereitet. Okay. Die wollen wir 120 bieten. Die wollen wir 120 bieten. Und Kupra. Kupra Town. Aber 9 Jahre ist mir zu viel. Ich will 11 Jahre. Ist der bescheuert? Nein, was mache ich denn? Machen wir mal glatt 150. 150 und dann. Oh. Mache ich da aber glatt nur 0 zu viel. So. Verhandeln. Ah. Okay. 140 und nur 10 Jahre. Ja, komm, das ist okay. Willkommen in der Kupra Arena. Kupra Town. So, dann haben wir noch, was ist das? Premium-Sponsoren. Bukovina mit 36.000. Equinor. NZZ. Okay, achso, da können wir auch alle drei nehmen einfach. Ja. Ja, ja, da können wir einfach alle drei nehmen, das stimmt schon. Deswegen, ich gehe das jetzt mal durch. Meisteraufstieg. Ich weiß nicht. Mach mal 12.000. Das ist Qualifikation. Das auch nicht. Das auch nicht. Abzug für Dingens. So. Aber ich möchte gerne 45.000 haben. Für 2 Jahre. Verhandeln. Tut sich nichts. Nein! Das ist ein bisschen schade, dass ich das nicht so feinfühlig machen kann hier. Was ist denn los? Warum kommt mir da keiner entgegen? Nee, das eine hat da auch gerade, ist mir auch entgegengekommen. Okay, ich guck schon so böse. Die frisst mich gleich auf. Ich glaube, dann lassen wir das lieber. So. Ach, guck mal, jetzt kommen noch mehr. Wo kommen die denn jetzt aus her plötzlich her? Oh, TVJ. Ja. Schon wieder die. Ich glaube, die verhandelt für alle hier. Ja, Meisteraufstieg lassen wir mal. Und dann 1600 können wir machen. 1600. Ich möchte aber, ja, 47.000 haben. Verhandeln wir. Verhandeln heißt auch mal ein bisschen entgegenkommen. Unbehagen scheint sich. Mann. Okay, jetzt haben wir noch Equinor. Einfach der höher bietet. Ja, 38.000. Weißt du was? Huch! Wieso ist denn jetzt plötzlich gesprungen? Ich habe hier nichts verändert. Habe ich irgendwie einen Bug gerade entdeckt? Das war doch ein Bug. Ich kann nicht sagen, bei allen anderen Sachen machen wir null, machen wir nur den Grundpreis höher und dann passiert nichts. Und hier mache ich nichts und plötzlich verhandelt der? Glaube ich nicht, dass das stimmt. Ich schiebe das mal auf einen ganz, ganz fiesen Bug. So, dann haben wir noch Partner. Weißt du was? Jetzt gehen wir schneller durch. Alpenbauer. Ist ja witzig. Können wir auch mal sortieren. 27.000. Das versuchen wir nämlich jetzt nochmal. Verhandeln. Das ist gut. Wir lassen es einfach immer dabei. Das ist sehr, sehr gut. Hatte ich gerade nicht 29.000 noch was gesehen? Hä, ich habe gerade nicht was mit 29.000 noch was gesehen? Ne, der will 28.000 auf jeden Fall. Dann machen wir mal so. Oh, gehen wir mal ein bisschen runter. Nein.
Oh, ist okay, ist okay. Wie die sich immer ans Bein pissen? Oh, kündigen, ach so, alles klar. Ich verstehe. Aber wieso zeigt... Hä? Wieso zeigt er mir dann das jetzt an? Café del Mar. Usmed Kombi... Na, Alter, das sind Unternehmen? Da habe ich noch nie was von gehört. 35. Ah, gut. Scheint nicht so gut zu klappen. Ich bin auch nicht so ein guter Verhandlungskünstler, muss ich gestehen. So, 30.000 erreicht. Wunderbar. So, Faxe. Das ist Faxe, oder? Ach, bloß keine Faxe, Freunde. Was haben wir noch? 24.000. Ja gut, das ist ein bisschen wenig, ne? Ah, da werden wir nichts kriegen. Boah, das gehört. Boah. Bitte, was? Es war schön, kein Geschäft mit ihnen zu machen. Na komm. Komm, wir machen den einen jetzt auch noch, dann habe ich das von der Backe. 24. 4 Jahre. Machen wir mal. Machen wir mal 27.500. Machen wir mal 26.500. So, sehr gut. Bandenwerbung, alter Falter. Subaru. Oh Gott. Das könnte ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Nein. So. Noch einmal. Hä? Das ist doch ein Fehler. Ich will 6.420 haben. Der bietet mir sogar mehr. Freunde, da stimmt doch was nicht. Was denn hier mit der Union? Pivovarna. Pivovarna Union. Das scheint ein Bier zu sein. Pivo. Pivo. Verhandeln. Boah. Ich glaube, da ist noch ein Bug, der müsste noch behoben werden. Warum nehmen wir mit? Ach, das waren zwei Banden. Oh. Naja, muss ich auch drauf achten. Drei Banden. Kann ich nicht einfach sagen, zeig mir mal das höchste Angebot? Venus ist gut. Ist von der Messe. So, 6.000. Okay, dann gehen wir mal großzügig auf 5.850 runter. Oh. She's not amused. So, wie viel haben wir noch? Alter, haben wir Bande hier. Spül über Bande, sagt man ja auch. Oreste Berta. Na gut, das willst du nicht bieten. Dann machen wir 6.250 draus. Na gut. 6.000. Ich sag dazu nichts mehr. 5.400. 5.500. Drei Banden. Dann haben wir die, glaube ich, voll, ne? Das wäre gar nicht so schlecht. Machen wir 6.350. So, nochmal. Ja. So, haben wir alle voll? Oh nein, immer noch. Eine Bande für 5,3, das ist ja gut. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, das auch zu, wie sagt man, automatisieren. So. Aber habe ich nicht gefunden. So, Game Loft. 5,2, 2 Banden. 5,4, 3 Banden. Kriege ich dann pro Bande den Betrag? 5,1, nehmen wir lieber hier. Den hier. Dum, 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 dum. Boah, direkt auf 6.000 hoch. 6.300. Ist ja gut. Wie schlecht gelaunt die plötzlich ist. Verstehe ich nicht. So, 5.200. Lampen, dann haben wir dann noch. Ja, dann nehmen wir die, dann haben wir sie voll. Wow.
Wir nehmen es jetzt einfach. So, jetzt haben wir alle Banden voll. Kann das sein? Puh. Okay, Fanartikel. Ich würde mal sagen, dann machen wir so mal ein kleineres Sortiment. Oh, mein Tee ist gleich leer. Schade. Rabatz. Dann nehmen wir mal so ein Sortiment. Verbindlich bestellen. Okay, und weiter geht's.